Gut, endlich geht's weiter. Rennen Nummer 2 steht an und wir sind in Spanien, in Barcelona zu Gast. Und ja, Spanien. Eigentlich ist es ja bekannt als Teststrecke. Oder die letzten Jahre eigentlich immer gewesen. Dann glaube ich jetzt letztes Jahr oder letztes und vorletztes Jahr Bahrain gewesen. Bahrain, ja. Ja. Und jetzt gucken wir mal. So, habe ich irgendwo eine Nachricht? Warte mal, irgendwo. Du bist wieder in Forschung und Entwicklung. Ja, ich würde noch mal ein bisschen Punkte ausgeben. Ja, wir haben 3.500, ne? Ja. Ja, letzte Rennen war ja für mich mehr oder weniger erfolgreich. Ich konnte meine Position gut verteidigen. Für dich eher suboptimal. Du hast einen Schlag auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe mir das im Kinomodus noch mal in der Warnung geguckt. Du hast irgendwo dann leichten Flügelschaden gehabt. Ja, mir ist aber aufgefallen, sieht jetzt anders aus. Und zwar ist es nicht mehr so, dass diese Seitenplatte direkt abfliegt, sondern ich hatte nur wie so ein, ja, jetzt hättest du so ein Stück rausgebrochen, links. Okay, ja, ich habe nur gesehen, dass du da auf jeden Fall einen mitbekommen hast am Start. Weil die beiden vor mir so hart gebremst haben, dann kam ich nicht mehr. Ich sag ja, Bottas hat den Start verpennt komplett und dann ist halt alles quasi ein bisschen dahinter geschummt. Deswegen musste ich auch ausweichen, weil Bottas den Start verpennt hat und Perez dann rübergezogen ist. Und da musste ich komplett außen rum. Hast du das letzte Mal Zündanlage entwickelt? Weil hier ist Entwicklung, die habe ich aber nicht in Entwicklung gegeben. Kann sein, ja, dass ich da was eingegeben hatte. Kann sein, ja. Da war irgendwas mit Zündanlage, aber da stand dann irgendwie, der Spieler 1 kann das nur machen. Aber kann sein. Nö, ja. das ist schon in Mache und da habe ich nichts gedrückt gehabt. Oh, ist doch gut, dann können wir beide ein bisschen entwickeln. Also, ja, Zündanlage kann immer mal passieren. Erstmal vielleicht ein bisschen Leistung oder so. Aber eigentlich sollte man erstmal Strapazierfähigkeit eingeben. Habe ich ja auch. So, dann starte ich jetzt schon mal den Rennkalender und dann kann man nämlich gleich beim freien Training loslegen. Cool wäre natürlich, wenn man jetzt hier noch Aktivitäten eingeben könnte, die man machen könnte, nebenher irgendwelche Events besuchen oder sowas, wie man es beim MyTeam immer konnte. So, Pause beginnen. Ja, dann gehen wir mal. Sechster, okay, das ist nicht mehr so, ist ja nicht so lange. Krass, aber schon sehr lange Saisonpause. Wenn du mal überlegst, ich glaube, du hast Anfang März die Dings und jetzt Anfang Mai, also fast 1,5 Monate Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Saisonrennen. Ja, ja, überleg gut. Mal, wie viele Rennen wir in der Saison hatten. Es fehlen ja noch die Imola, Portimao und sowas. Die fehlen noch da drin. Die werden wir vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die in die laufende Karriere mit eingebaut werden, weil wir die ab der Saison 2 fahren können. Also es werden wir auf jeden Fall mehrere Saisonen fahren. Ich sag mal 2 bis 3, wenn alles gut läuft. Denke ich doch mal, hoffe ich doch mal. Ja. Vielleicht auch noch mehr, wer weiß, wie lange das Spiel hier noch sich zieht, wann das nächste kommt. So. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber fehlgeschlagen. Ist nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Da ist irgendwas fehlgeschlagen. Und ist zwar halt so. Die. Was haben wir denn? Luftlandbleche unter der Nase. Ja, dann hau sie nochmal rein. Dann haben wir so vielleicht ein bisschen Glück. Ja, machen wir dann nach dem Rennen. Machen wir erstmal Rennwochenende. Okay, dann gehen wir rein. So, mal gucken, was wir in Spanien hinbekommen. Wie gesagt, das ist so eine Strecke, ja, die mir vielleicht nicht unbedingt liegt, aber gucken. Ja. Wenn ich diese Kurve schon sehe, da kriege ich schon. Wobei die haben ja einen neuen, ne? Das könnte die neue Verlauf für eine Strecke schon sein. Nein. Ist es nicht? Okay. Nein, Australien ist auch immer noch die alte. Kann aber auch der Update irgendwann kommen. Es soll ja demnächst das Update kommen, hoffentlich. Noch gab es zwar kein Datum, aber. Ja, aber keine Ahnung, ob dabei auch Australien und Spanien abgeupdatet werden oder nicht, das weiß ich nicht. Ja, oder Abu Dhabi. Abu Dhabi hat ja auch noch neue Dings bekommen. Ja, das nicht. Sag sowas bitte nicht so laut, sonst sind die Facebook-Gruppen gleich wieder voll. Wann wird Abu Dhabi geupdatet? Nur so nebenbei, gerade das Erste, was wir mal machen, ist aufs Wetter zu gucken. Und zwar bleibt es im kompletten Rennwochenende trocken. Das ist doch schon mal gut. Nur so nebenbei. So, gehen wir auf die Strecke, dass wir direkt rüberkommen.
Weiter zur nächsten Session. Jupp, und dann schauen wir mal, was jetzt dann passiert. Hatte ich aber auch gehofft, dass es trocken bleibt. Ich brauche nicht so ein Wetter wie gestern Abend bei uns hier. Ja. Tschung. So, Runde 2, Training Nummer 1 steht endlich an. Ja, jetzt haben wir wieder normal wie gehabt, freitags die freien Trainings hintereinander weg. Und nicht so wie beim Anfang, aber da war auch viel mit der wegen der Einführung und alles. Wegen neuen Modus war das ein bisschen anders. Ja, und wir konnten ja auch nicht wissen, dass Session beenden halt auch bedeutet, dass man halt die Zeit. Das werden wir nämlich jetzt machen, so wie gehabt, wenn wir so mal 10, 12 Minuten pro Session und dann auf Session beenden gehen. Ich denke mal, dass wir pro Session immer einen. Sekunde. Ja, dass wir pro Session immer ein Programm fahren. Denke ich mal, das wäre am einfachsten. Dann ist es nicht langweilig und du hast nicht nur stupide irgendwelche. Dann sag mal an. Ich fange an mit meinem mit der Rennstrategie. Ich mach die von vorne weg. Nein, Setup, du wolltest mit Setup. Ach so, das Setup, ja, sag mir das doch. So, brauchen wir eine Trocken-Setup auf alle Fälle. So, fangen wir mal an mit Aerodynamik. Habe ich 11 und 10. 11 und 10 in Spanien. Mann, Mann, Mann. Auch schon wieder verkehrt rum Flügel. Komisch. Wie gesagt, ich habe die Setups tatsächlich auch nur. Warte mal gerade kurz. Bedeutativ, doch, ist richtig. Wann habe ich den Trocken? Habe ich das Setup erwischt? Ne, habe ich nicht. So, Trocken-Setup. Ich habe es tatsächlich auch nur rausgenommen. Ich habe mein eigenes nicht entwickelt. So, also wie gesagt, 11-10 habe ich gesagt. 60-60. Alter, 11-10 ist echt viel für Spanien. Viel Flügel. Was würdest du? Na gut, dann sagen wir mal, was würdest du empfehlen? Nee, wir fahren das jetzt so. Komm, nein, sag, du bist genauso da mit der Entwicklung drin. Du, wenn du sagst, du möchtest was anderes haben, dann mal sag mir bitte an, was wir brauchen können. Ich bin da auch komplett offen. Keine Ahnung, ich weiß gerade echt nicht mehr, was ich für Flügel gefahren bin in den letzten Seasons in Spanien. Ich weiß das auch nicht. Muss ich mir alles erstmal wieder ja, aneignen. Fangen wir mal mit Aufbau der Radaufhängung. Beides ganz rechts. Ja. Dann ganz links, also 0,05 und dann 0,23. Ja. Radaufhängung 525. Ja. 116. Ja. Bremsdruck 100 und Frontbremskraft 56. Okay. 22,2. Ja. 21,4. Ja. 21,1. Ja. Und 20,3. Gut. Probieren wir es aus. Wir können ja immer noch anpassen. Wir sind ja nur im freien Training. Genau, ich wollte das Akklimatisierungsprogramm das erste fahren. Und zwar die Rennstrategie. Fahren wir 5 Runden auf Soft. 5 Runden auf Medium, so rum. Dann fahren wir mal raus. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Und nochmal, es gibt keine Rückblenden. Ja, haben wir beim Training in Bahrain gemerkt. Ja, wenn vorbei, dann ist vorbei. Das kann auch im Rennen passieren. Es kann auch im Rennen passieren, dass einer von uns beiden ausscheidet. Und oh, Alonso schon auf der Strecke. Der will seinen Fans natürlich ein bisschen was zeigen. Ist ja nicht allzu weit weg. Wo er herkommt, der kommt ja aus Oviedo. Ich glaube, so weit ist das nicht weg von Barcelona. Ich glaube, eine Stunde oder anderthalb oder sowas ist das weg. Ich hoffe, da war genug Platz gelassen. Ich habe mich schon längst beschwert. What did he do? Mein Gott, muss das sein? Ja, Vettel. Oh, so ein Scheißdreck aber auch. Naja, alles gut. Ja, jetzt haben wir natürlich das zweite Rennen schon. Und die große Frage, kann der gute Sukramalos da zurückschlagen heute? Oder kriegt er wieder von mir eine drauf? Wobei, bin ich habe ja nicht von dir eine drauf gekriegt, sondern von denen vor mir. Ich habe dich trotzdem geschlagen. Ich war zwar jetzt am Ende vor dir. Aber mal gucken, wie gesagt, das kann in Spanien sich wieder ganz anders ausdrehen. Und das kann auch mich mal irgendwie treffen. Und ich gehe davon aus, dass es mich irgendwann auch mal treffen wird.
Das wird nicht nur sich die ganze Saison so gehen. Ich meine, ich hätte da kein Problem mit. Mein Ziel ist es natürlich, am Ende der Saison die Nummer 1 zu sein, aber... Naja. So, jetzt fahre ich mal mein Trainingsprogramm. Und dann fangst du mit meinem Mann. Was fährst denn du überhaupt jetzt, eins? Na, Rennstrategien. Ah, du fährst das Gleiche. Okay, du hättest was anderes machen können. Der, aber auch mal gespannt, wer der Erste ist mit dem Motorschaden oder sowas, der dann am Ende liegen bleibt von uns. Mhm. Ja, die Honda-Motoren waren ja eigentlich immer bekannt dafür, dass sie relativ schnell hochgehen. Gut, jetzt eigentlich nicht mehr so die letzte Saison. Da, also der letzten Jahr, Zeit. Aber das haben sie echt gut in den Griff bekommen. Ja, aber normalerweise in der richtigen Formel 1, bevor so ein Ding hochgeht, da geben sie an die Box und stellen ab. Ja. Na, schauen, was passiert. Ja, ich meine, man wird es, glaube ich, schon hören, bis vor der Motor komplett hochgeht. Ja, man kriegt ja auch die Anzeige, also hier diese Problemanzeige. Ab wann haust du nur die Teile raus? Ich habe die meistens bei 70% so etwas drüber. Weiß ich noch nicht, werde ich sehen. Hm. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. So. Gute Daten, stay focused. Gerade mal die Meldung bekommen, also ich soll ein bisschen konzentriert bleiben. Und werf mir jetzt gerade die Runde weg, weil ich ein bisschen zu weit über die Curbs drin bin. Ungültig. So ging's mir in Bahrain. Aber es war auch durchaus knapp, vor allem in der letzten Runde in der Quali habe ich dich gekriegt. Aber wie gesagt, mal gucken, was passiert. Jetzt in Spanien kann es wieder anders ausgehen. Das war deine erste Rundenzeit. Aber kann ich abfragen. Fahrer vor mir. Gap to car in front is 2.6 seconds. Their best lap time is a 1 minute 20.5. 25. So, eigentlich habe ich nur einen Joker, den ich... Ja. Sei vorsichtig, die Ecke ist auch nicht so ganz ungefährlich hier. Wie gesagt, die Curbs allgemein im neuen Spiel sind echt unvergebens. Also die zweite war leider im Roten. Ich hab's ungültig gehabt. Ich war ein bisschen zu weit über die Curbs drüber. Ich habe ja auch in Bahrain meinen Abflug gehabt auf der Quali-Runde. Mhm. Da hat's mir so plötzlich das Heck weggezogen. Ach, wie der Turbolader schön pfeift. Wenn der Gas gibt's. Das feierst du immer noch, oder? Ja, Mann. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Klar, das sind jetzt die neuen Eindrücke vom Spiel, ne? Wenn ich da quer stehe. Ich bin noch nicht an deiner Zeit dran. Mhm. Wobei ich jetzt einen guten Schub nach vorne gemacht habe. Ich habe mich ein bisschen verbessert.
Also auch wenn das mit dem Lenkrad richtig Spaß macht, bleibe ich dabei, dass ich Lenkrad nur gegen KI fahren würde. Nicht in Liga-Rennen. Ich habe es irgendwann einfach im Liga-Rennen gemacht. Ja, jetzt seit 2016 habe ich angefangen, mit Lenkrad zu fahren, damals in den USA. Da hat mir damals mein eigener Teamkollege das Rennen versaut. Indem er da in der Einkurve so hart gebremst hat, dass ich dem ins Heck bin. Das wären Punkte gewesen sogar. Oh. Gerade wieder fast abgeflogen an der Startziel letzte Kurve. Ich auch. Aber aber gerade beim Raus. Und sogar noch die Runde im Grünen und die letzte Runde ungültig grauen. Okay. Sorry. Ne, die habe ich nicht ungültig. Ich habe sogar mein Ziel erreicht. Ich habe 3 im Grünen. Ich habe auch 3 im Grünen bisher. Aber die letzte ist ungültig. Die kann ich jetzt auch abbrechen und fahre einfach das Programm zu Ende und gut ist. Jetzt hat sogar Mazepin meine Zeit geschlagen. Er fährt mit Wut im Bauch, weil alle so über ihn lachen. Habe ich heute gelesen. Habe ich heute gelesen, dass er sauer ist, weil alle sich über ihn lustig machen. Hm. Da habe ich dazu geschrieben auf Facebook, dass ich nicht mal der Meinung bin, dass das seine Fehler sind, warum die Leute so gehässig sind, sondern also zumindest ich bin der Meinung, dass es daran liegt, A, dass sein Vater so viel Geld in das Team pumpt und er sich dazu noch so überheblich schon für einen sauguten Fahrer hält. Ja gut, toll, sein Vater haut auch die Kohle rein ins Team. Ja, aber der ist nicht so überheblich wie Matze, finde ich. Fertig, ich habe mein Programm durch. 50 Punkte, Violett. Ich muss jetzt ein bisschen weg von der Strecke, weil jetzt kommt mir da ein Auto hinterher. Dann mache ich mal kurz ziehen. Smick. Ja, da bin ich durch mit dem. Die Zeit ist jetzt eh wurscht. Fahrer vor mir. Mazepin just ahead. Push for the position. Their best lap time is a 120.2. 20.2. Ist der Mazepin gefahren. Aber warum würde ich nicht A nicht voll und B nicht auf? Sondern einfach nur auf Zeit gegangen, aber ist egal. Platz 6 und Platz 8, okay, für Spaß für uns. Denke ich mal. Wenn das so bleiben würde. Werden wir ja gleich sehen. Ja, selbst wenn, es ist auch nur das freie Training. Die Karten werden immer samstags auf den Tisch gelegt und dann. Mick, entweder du gibst. Mick, entweder du gibst Gas oder du ziehst weg oder du bleibst einfach hinter mir. Die ganze Zeit mich überholen und wieder daneben davor sitzen und dann wieder bremsen, macht keinen Sinn. Also ich habe schon mal beendet, ne? Naja, also. Ja, ich mache jetzt auch. Passt von der Zeit her. So, das war das erste freie Training. Oh, es gibt eine Jubelpose. Für Rang 5. 15 und 16 sind wir. Na gut, okay. Aber 3 Autos ohne Zeit. Mick, Lewis und Carlos Sainz ohne jede Zeit. Sonst wäre es wahrscheinlich irgendwo ziemlich am Ende des Feldes. Da muss ich nochmal arbeiten. Wenn du weiter bedenkst, das Latifi knapp hinter mir ist auf hart. Ich vermute, dass die Flügel zu hoch eingestellt sind. Habe ich doch gesagt. Ich drehe jetzt runter. Hatte ich jetzt auch vor, mit den Flügeln zu arbeiten. Auf was willst du fahren? Ich werde mal 5.8 probieren. Auf was 8? 8.8 oder was? Nein, 5.8. Vorne 5, hinten 8. Ja.
Probieren geht über Studieren. So. Aber was mich fragt, was ich mich frage, ist halt, warum da drei Autos ohne jede Zeit waren. Was ist so, da passiert? Ich habe jetzt nochmal die Nase da nochmal in Entwicklung gegeben. Ja. Sophie? Die Entwicklung. Na, mal gucken. Ich mache das wieder ein bisschen was aus. Ja, ich denke mal, 4 wird über die Strategie-Trapeziefähigkeit erstmal kommen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es regnet. So, probieren wir mal an. Sollte mich eigentlich trocken bleiben, komplett. Genau. Dann gehe ich mal auf Autoeinstellungen. Das ist mir zu heftig mit der Nase. Bitte mit dem Auto. Moment, 3. 5, 8 hast du gesagt. Ja, vielleicht war das einfach viel zu steil. Das ist einfach viel zu viel Abtrieb gepasst. Diesmal ist aber ein anderes Programm. Wir haben nicht EAS, sondern Streckenakklimatisierung. Also es wechselt auch mal. Finde ich auch gut. Das ist okay. Ja, es ist dann nicht so eintönig, ne? So, du machst die Streckenakklimatisierung? Ja. Gut, dann mache ich die... Qualifying wahrscheinlich, ja? Ja, dann gehe ich jetzt auf das Qualifying-Tempo. Ja, einfach mal schauen, wo stehen wir, ne? Oder wo stehe ich vor allen Dingen? Wie gesagt, mein Ziel ist es natürlich, dich erstmal zu schlagen. Das sollte, glaube ich, für jeden der Anspruch sein, das den Teamkollegen zu packen. Was fährst du für einen Reifensatz? Rot oder was? Ja. Ah, wunderbar. Okay, ich kann noch was umstellen. So, jetzt. Ich habe jetzt mal wieder meinen Boxenbegrenzer umgestellt auf L2. Das ist so wieder beim alten F1. Mhm. So, dass ich das quasi wieder auf dem gewohnten Taster habe. Es ist nämlich am einfachsten, mit L2 mit dem Daumen kurz drauf zu drücken, anstatt mit der Hand vom Lenkrad wegzugehen. Rot hast du gesagt, fährst du, ne? Ja. Zielrundenzeit 20:05. Mal gucken, was die Flügeleinstellungen jetzt im Hinblick auf zum ersten freien Training besser machen. Wie der Unterschied ist. Aber jetzt sagen wir mal, ein bisschen konkurrenzfähiger sind und nicht irgendwo am Ende des Feldes rumdümpeln. Als 1,8 Sekunden hinter Lenz, toll. Und der fährt auf Medium. Da ist irgendwo gelb. Bist du abgeflogen? Fährst du aber noch oder bist du komplett weg?
Nein. Du bist raus. Ja. Scheiße. Mein Lieblingskörper mal wieder. Hm. Ja, aber so schnell kannst du leider vorbei sein. Aber das ist bei mit ob ein Lenkrad oder Controller ist das gleiche. Dieser Scheißkörper mit links Kurve 2. Wenn du den schlechter wischst, da machst du dich sofort und da ist weg. Du 12, 18, 5. Ich fürchte, vom Setup her sind noch nicht konkurrenzfähig dieses Wochenende. Wenn du bedenkst, dass es 12 fast 2 Sekunden schneller fährt als ich auf Medium, wird das ein hartes Stück Arbeit werden mit Punkten. Aber gucken wir mal. Vielleicht fährt der auch komplett leicht und wir fahren ein bisschen was schwerer oder was auch immer. Alonso. Man sieht mich momentan etwas ratlos. ...17.3, Valtteri Bottas, das sind 3 Sekunden. Ich muss noch ein Setup ausprobieren, das bringt nichts. Also hast du gar keine Chance, nach vorne zu kommen. Haha, jetzt ist der Treibstoff alle. Könntest du dein Programm beenden? Nee, ne? Ja, ja, das Programm ist schon durch. Ich habe auch nur eine Runde. Carlos Sainz. Ja, den soll ich mal ziemlich aus dem Weg schüpfen. Ja, ja, Programm ist durch. Aber wie gesagt, ist Giovinazzi auf hart hinter uns. Ja, aber der fährt auf hart, was wir auf soft fahren. Also, ja, ja. Wir hatten eben auch nur Glück, dass Latifi auf hart gefahren ist. Ja, wir müssen noch mal uns strecken im Hinblick aufs dritte Training. Wie gesagt, mit dem Setup wird es sehr, sehr eng werden. Ich werde jetzt gleich noch mal ein neues ausprobieren aus dem Internet. Hier von den fsk-setups.com. Ich weiß es nicht, ob wir so krass schlecht, so schlecht sind gerade. Oder ob es einfach wirklich nur im Setup liegt. Weil in Bahrain lief es ja eigentlich ganz gut. Ja, ja klar, mit Platz 5 und 7. Ne? Das sind halt... Und ich habe sogar die schnellste Runde geholt. Ja, auch im Qualifying. Wir waren ja praktisch mit der Runde drin. Ja, ja klar.
Also die aus dem Internet fahren 7-11. Na, dann probieren wir es doch gleich im Q3, Q3 sage ich, im P3, FP3 aus. 70-55. Hast du Aufnahme schon beendet? Nein, die Aufnahme läuft durch. Ich werde das dritte freie Training noch mit reinhauen. Das ist normal bei mir. 52. Ja, aber du könntest die Session mal beenden. Sekunde, ich passe mir gerade das Setup rein. 2, 0,06 und 0,20. Nee, ich muss das Setup noch einstellen jetzt gerade. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt noch in der Aufnahme bin. In der noch nicht die Session beendet habe. 8, 7. Warte mal gerade kurz. 8, 8. Vielleicht macht das so viel aus. 3, 6. Bremsen. 97, 56. Und die Reifen, was haben wir denn da? 21,4. 21,4. 23,1. Und nochmal 23,1. Ja, wir werden sehen. Also das Setup speichern. So. Dann beende ich jetzt die Session. Dann sehen wir uns gerade so ein bisschen in der bitteren Realität, muss ich sagen. Die heißt ziemlich so, ziemlich Ende des Feldes. Und wieder null Latifi hinter uns. Aber warum fährt die KI keine Zeit? Das ist halt das Problem. Was ist da passiert? Was kann das, wenn Latifi den Abflug hatte? Nee, hat er nicht. Nur die Streckbegrenzung und der Abflug bei dir. Oder es passiert tatsächlich, dass an dem Auto das Auto nicht fertig wird, dass da welche Probleme gibt und dass sie deswegen nicht fahren können. So, Training Nummer 3. Hoffentlich mit einer etwas besseren oder mit einem besseren Ergebnis. Ja, wie gesagt, nochmal, ich bin ein bisschen ratlos gerade. Ratlos, planlos, was auch immer. Ansonsten stellen wir das gleich. Das von dem, der noch in Bahrain die KI hochstellen würde. Ja, tatsächlich war es so der Fall, aber ich. Ja, jetzt. Aber gut, es ist eines Bahrain, das andere ist jetzt eine komplett andere Strecke. Und Spanien ist tricky. So, dann sag mal an. Warte mal gerade kurz. 7,11 hast du gesagt, ja? Ja. 70,55. Ja. Ganz rechts, ganz links. Ja. 0,06 und 0,20. Ja. Dann habe ich 8,7,8,8. Und die letzten zwei? 3,6. Okay. 97,56. Ja, und Reifen? 21,4 und beide und dann 23,1 unten. Also Reifendruck hinten und 23,1 und vorne 21,4. Hinten? Was war hinten? 23,1. Aber wie gesagt, mal gucken. So, dann fahren wir das letzte Setup, letzte Programm. Das da heißt Streckenakklimatisierung. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up. Du fährst das Qualifying Tempo. Ich bin mein Qualifying Tempo, weil das eben gerade das Qualifying Tempo war. Da hat absolut gute Nacht. Dann stehen wir gleich in der letzten Reihe. So, sagen wir mal so ziemlich drei Runden, sagt er uns jetzt an.
Die fahren wir auch. Moment, ja, ich bin gerade von den Zeiten, hast du mich voll im Griff. Zumindest in diesem Rennen. Unter diesem Training vor allen Dingen. Naja, mal gucken. Wollen doch nicht die Flinten ins Korn werfen oder den Sand in den Kopf stecken, wie auch immer, sondern einfach gucken, dass irgendwie das ein bisschen besser drin ist. Weil du bedenkst, Bottas 17.3 eben schon gefahren. Das ist schon ein hartes Stück, aber ist das schon ein starkes Stück. Okay, mein DS-Flügel ist kaputt. You need to pit in. Your DRS is stuck open. We need you to pit for repairs. Aber es geht jetzt gerade nicht um Zeiten, sondern nur um diese. Ja, du hast doch keine Zielzeit beim Strecken. Es geht nur darum, die Tore zu durchfahren. Deswegen werde ich jetzt gerade mal etwas weniger quatschen und mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Rausgekommen, scheiße. Abflug, gleiche Ecke wie du. Aber mein Auto hält noch. Ich weiß noch, woran es liegt. Weil mein Frontflügel ist am Arsch, der ist nämlich offen. Und dementsprechend ist mir in der Kurve natürlich über das Heck weggegangen. Der hat mir auch gerade gesagt, Runde Kurve 10, Runde Kurve 11, Kurve 12 und Kurve 15 verkackt. Mann! Wieder Abflug? Nein. Oh. Beide Runden ungültig gemacht. Dann bist du spät weit rausgekommen, ja. Aber ich habe gerade gesehen, eine 1.18 ist auf jeden Fall drin mit dem Setup. Schön wär's. Aber gut. Als 26 krieg's grad nicht hin.
aber es fühlt sich auch auf jeden Fall besser an, das Setup. Ja, wie gesagt, ich bin auf den Kershaw-Cup gekommen. Gott sei Dank nur mit der Frontbüste da eingeschlagen und nicht mit der Heck, mit dem Heck oder mit sonst irgendwas. So, dass ich nur leicht eingeschlagen bin. Deswegen war nur ein bisschen der Flügel beschädigt und nicht. Und nicht die. Das Auto. Beenden wir oder fahren wir nochmal raus? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, ich beende, weil. Ich weiß okay. Es nicht. Ich krieg's nicht wirklich hin momentan. Warum auch immer. Aber die Runde war auch. Wie gesagt, das war eine Streckenakklimatisierungsrunde. Es war eh eine lange Runde, langsam runter. Aber du hast gar keine Zeit hingefahren. Ja, ungültig beides. Okay, ich dachte, du würdest ein bisschen was hinkommen. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe es gerade nicht, dass wir irgendwie was mit Punkten heute dieses Wochenende zu tun haben. Keine Ahnung. Gut, vielleicht ist der Samstag doch ein bisschen besser, aber ich weiß nicht. Ich kann es mir gerade nicht beim besten Willen nicht vorstellen. Was hast du nur für einen Tag gesehen? Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Du hast gerade Interview. Ja. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Klasse, das war dann alles. Vor allen Dingen sagt er mir gerade am Anfang, ein toller Tag. Also du verkackst den kompletten Freitag, das komplette Training. Und dann sagt sie dir, ja, ein toller Tag. Mit fast 10 Sekunden Rückstand, weißt du? So. Ich hoffe, der Ventilator stört nicht allzu sehr. Das ist nämlich gerade schon wieder warm. Ich kann ein bisschen runterdrehen. Naja, schauen wir mal. Qualifying, das ist das, was uns morgen erwartet.